Mit dem Remake zu The Legend of Zelda Link's Awakening bringt Nintendo einen der populärsten und beliebtesten Zelda-Teile auf die Nintendo Switch. Ursprünglich im Jahr 1993 auf dem Game Boy erschienen, hat der Titel bis heute einen festen Platz in den Herzen etlicher Spieler. Für die Neuauflage hat Nintendo den Klassiker besonders fein rausgeputzt und ihm unter anderem eine komplett neue Optik spendiert. Ob das Kenner zum erneuten Spielen animieren kann und ob auch Neulinge Link's Awakening eine Chance geben sollten, klären wir jetzt im Testvideo. Link's Awakening erzählt eine der ungewöhnlichsten Zelda-Geschichten, denn ausnahmsweise geht's mal nicht um die Vernichtung von Ganon oder die Rettung der titelgebenden Prinzessin. Stattdessen erleidet Held Link auf einer Seereise Schiffbruch und wird an den Strand der Insel Kokolind gespült. Von der jungen Marin gefunden und aufgepäppelt, wird Link schnell klar, dass es nur einen Weg von der Insel gibt. Denn ein seltsamer Uhu erzählt ihm, dass er dafür den Windfisch wecken muss, ein mysteriöses Wesen, das in einem riesigen Ei hoch oben im Gebirge über dem Eiland schlummert. Generell spielen die Motive Schlaf und Traum in Link's Awakening eine wichtige Rolle und die Geschichte hat einige sehr schöne, ruhige und auch melancholische Momente, die teilweise richtig ans Herz gehen. Spielerisch gibt's dagegen weniger Ungewöhnliches, sondern das ganz bewährte Zelda-Prinzip. Bedeutet im Klartext, wir bereisen nach und nach die Oberwelt von Kokolind und steigen in insgesamt 8 Dungeons, um die nötigen Musikinstrumente für die Erweckung des Windfisches zu sammeln. Der optionale 9. Dungeon, der DX-Version für den Game Boy Color, ist ebenfalls an Bord. Und um das hier ganz klar zu betonen, Link's Awakening ist keine neue Interpretation eines Originals, wie zum Beispiel das Resident Evil 2 Remake, sondern in sehr großen Teilen das identische Spiel, nur eben in schickerem Gewand. Viel mehr wäre aber vermutlich auch gar nicht nötig gewesen, denn es ist wirklich erstaunlich, wie gut das Spielprinzip von Link's Awakening gealtert ist. Die Erkundung der Insel Kokolind mit ihren abwechslungsreichen Gebieten, wie dem idyllischen Möwendorf, dem düsteren Zauberwald, dem Taltalgebirge oder der Durstwüste hat absolut nichts von ihrem Charme verloren, ebenso wenig die Kämpfe gegen die vielen unterschiedlichen Gegner. Brüchige Wände oder Höhlen verbergen Schätze wie Herzteile oder Rubine, Minispiele wie Angeln oder eine Floßfahrt sorgen für Abwechslung im Abenteurerleben. Das Highlight von Link's Awakening sind allerdings nach wie vor die Dungeons, deren Schwierigkeit nach und nach angenehm ansteigt. Die düsteren Gemäuer von Wurmpalast, Schleimsumpf oder Teufelsvilla sind auch aus heutiger Sicht eine absolut gelungene Mischung aus Erkundung, kleineren Rätseln und Bosskämpfen. Letztere sind leider trotz leichter Anpassung im Remake immer noch etwas zu einfach. Dafür ist es aber auch in der Neuauflage jedes Mal ein absolutes Hochgefühl, ein neues Item aus seiner Schatzkiste zu befreien. Pegasus-Stiefel, Feder, Kraftarmband und Co. sorgen nämlich nicht nur dafür, dass wir den jeweiligen Dungeon meistern können, sondern eröffnen auch neue Wege auf Kokolind. Das macht insbesondere die Progression im Spiel sehr befriedigend, weil wir stets das Gefühl haben, mächtiger zu werden. Hier und da zeigt das alte Spieldesign aber auch Schwächen. So lässt uns Link's Awakening hin und wieder ziemlich allein und gibt uns nur eine grobe Richtung oder einen ungefähren Hinweis an die Hand. Das ermuntert zwar auf der einen Seite dazu, die Welt zu erkunden, kann auf der anderen Seite aber auch nerven, wenn selbst nach langer Suche ein bestimmter Charakter oder die Lösung eines Problems nicht gefunden wird. Für hochgezogene Augenbrauen sorgen zudem die sehr oft respawnenden Gegner, wenn wir in einen bereits besuchten Bereich zurückkehren. Und zwei gewisse Pferdestatuen haben uns auch im Remake mal wieder an den Rand der Verzweiflung getrieben. Veteranen wissen sicher, was gemeint ist. Dass die Entwickler nur behutsam am Spieldesign gefeilt haben, ist dennoch sehr angenehm, handelt es sich bei den Anpassungen doch hauptsächlich um Komfortfunktionen. Ein Großteil der lästigen Itemwechselei des Originals entfällt beispielsweise, was vor allem der höheren Buttonzahl der Switch geschuldet ist. Link hält jetzt etwa standardmäßig Schwert und Schild, später sind auch die Pegasus-Stiefel einer festen Taste zugeordnet und sobald wir das Kraftarmband gefunden haben, müssen wir es nicht einer festen Taste zuweisen, sondern es bleibt automatisch aktiviert und wir können dauerhaft schwere Gegenstände heben. Um ein wenig nerviges Inventargefrickel kommen wir aber insbesondere in späteren Dungeons dennoch nicht herum, wenn viele der Items wie Feder oder Enterhaken regelmäßig und nacheinander benötigt werden. Auch die Karte erweist sich als deutlich praktischer als im Original. Sie ist nicht nur größer und übersichtlicher, sondern wir können interessante Orte auch mit farbigen Pins versehen, ähnlich wie in Zelda Breath of the Wild. Das erleichtert beispielsweise das Wiederfinden von Herzteilen, an die wir bei der ersten Entdeckung noch nicht rankommen. Apropos Herzen. Im Remake kann Link seine Herzen auf maximal 20 erhöhen, statt 14 wie im Original. Entsprechend sind auch mehr Teile in der Welt versteckt. Und die Flaschen, in denen wir nach alter Serientradition eine Fee zur Energieauffüllung mitnehmen können, sind ebenfalls neu.
Beim Test haben wir sie angesichts des gut machbaren Schwierigkeitsgrads allerdings nicht benutzen müssen. Ein großes neues Feature hat Link's Awakening aber auch zu bieten. Denn in der Hütte des Totengräbers Boris nördlich des Fratzenwaldes verbirgt sich nichts Geringeres als ein Dungeon-Editor. Das klingt allerdings opulenter, als es letztendlich ist, denn anders als zum Beispiel in Super Mario Maker 2 puzzeln wir hier nur bestehende Dungeon-Räume nach bestimmten Vorgaben unterschiedlicher Schwierigkeit aneinander und durchlaufen sie anschließend. Das funktioniert dank der intuitiven Bedienung auch ganz gut, schade ist allerdings, dass die gebauten Dungeons nicht online geteilt werden können, Bestenlisten gibt es ebenfalls nicht. Trotzdem sorgt der Editor auch nach Abschluss der knapp 10 Stunden langen Geschichte neben ein paar Sammelaufgaben und einer längeren Tauschquest für ein wenig Langzeitmotivation. Denn der Wiederspielreiz von Link's Awakening ist trotz eines optionalen zweiten Schwierigkeitsgrades nicht besonders hoch. Und wer dieses Video bislang aufmerksam verfolgt hat, dem dürfte natürlich nicht entgangen sein, dass das Remake richtig, richtig schick aussieht. Kokolint erstrahlt in einer bunten Spielzeug-Diorama-Optik mit plastisch wirkenden Figuren und einem Filter, der Objekte am Bildschirmrand verschwimmen lässt und dadurch den Miniaturlook noch einmal betont. Dazu kommen knuffige Animationen von Freund und Feind sowie extrem viele liebevolle Details. Damit gehört Link's Awakening zu den bislang schönsten Remakes überhaupt. Leider läuft das Spiel nicht durchgehend flüssig, denn insbesondere in offeneren Gebieten wie der Urunga-Steppe kommt es zu regelmäßigen Slowdowns und Rucklern. Das tritt sowohl im Docked- als auch im Handheld-Modus auf und trübt den ansonsten sehr guten Eindruck deutlich. Einen ähnlichen Makel gibt es beim Sound glücklicherweise nicht. Die ohnehin schon ohrwurmverdächtigen MIDI-Klänge des Originals sind neu aufgenommenen Musikstücken gewichen, die Kennern des Gameboy-Soundtracks nicht nur angenehme Nostalgieschauer über den Rücken jagen, sondern auch Neulinge spätestens nach ein paar Spielstunden die Titelmelodie mitsummen lassen. Das alles zusammengenommen macht Link's Awakening zu einer tollen Neuauflage, die wegen seiner überschaubaren spielerischen Neuerungen einerseits den Charme und das Spielgefühl des Originals konservieren kann, andererseits durch seine wunderschöne Optik aber schon fast wie ein neues Spiel wirkt. Für Kenner des Originals dürfte sich ein erneuter Durchgang also allein schon wegen der neuen Optik lohnen. Und wegen des zeitlosen Spielprinzips können wir Link's Awakening auch Zelda-Einsteigern bedenkenlos empfehlen, wenn die über die kleineren Schwächen des alten Spieldesigns hinwegsehen können. Und wir sind ziemlich sicher, dieses Remake wird dafür sorgen, dass Link's Awakening zukünftig in den Herzen von noch mehr Spielern sein wird als bislang.